Ein herzliches Willkommen zu unserem wöchentlichen Händler-Live-Trade. Ja, wie gewohnt wird hier einer unserer Händler seine Top-Handelsidee vorstellen und diese im Übrigen auch direkt im Nachschluss dann auch ausführen. Und heute hat Samir Beuer dann uns einen interessanten Wert mitgebracht, den er dann auch gleich ausführen wird. Aber vorher wollen wir doch gemeinsam die Ohren spitzen. Ja, grüß dich Samir, worauf hast du heute deine Augen geworfen? Ja, genau, lieber Patrick. Also rausgesucht habe ich mir heute den Dow Jones, der an einer wichtigen Marke soweit arbeitet. Man könnte das durchaus als Trendwendepunkt benennen, aber was ein Wendepunkt im positiven Bereich bedeuten könnte, kann durchaus auch sein, dass wir hier zumindest diese Marke nach unten verlassen und dann dürfte deutlicher Abwärtsdruck entstehen. Dazu werde ich aber auch gleich nochmal etwas näher ins Detail gehen. Okay, Trendwendepunkt, das klingt ja schon mal nach charttechnischer Basis. Beruht der Trade generell nur auf Charttechnik oder gibt es da auch einige fundamentale News, die dir da zugutekommen? Sowohl als auch, Patrick. Also wir haben heute ein paar wichtige News, die dadurch zumindest mal das ein oder andere in Bewegung freisetzen können, sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite. Und wie gesagt, auch charttechnisch gibt es da auf jeden Fall ein paar bedeutende Marken. Okay, dann würde ich sagen, zeig uns doch direkt, was für Marken das da so interessant macht. Genau, lasst uns am besten einen Blick auf den Monitor werfen und da seht ihr schon wie folgt im Chart, dass man hier recht gut erkennen kann, dass wir ja eine gewisse Unterstützung haben, die liegt knapp bei 31.657 Zähler. Ja, und wir sehen deutlich, dass wir bereits heute schon da angedockt sind, zumindest im vorbörslichen Handel oder in den sogenannten Übernachtindikationen. Also zwei Szenarien, entweder diese Marke hält und wir könnten durchaus stärker nach oben rauslaufen oder die Marke fällt. Ich gehe stark davon aus, bedingt dessen, weil die Newslage im Moment nicht so positiv ist. Wir haben mit unter anderem heute den Einkaufsmanager-Index Chicago, wir haben die Rohöllagerbestände, wir haben entsprechend auch noch ein bisschen Angst im Markt, was die weiter anhaltende Inflation betrifft. Will heißen, dass wir auch durchaus das Zinsthema noch weiterhin hier im Markt haben und der Druck nach unten hin weiterhin aufgebaut werden. Also von daher bleibe ich erst einmal skeptisch, dass wir hier stärkere Bewegungsabläufe auf der Oberseite sehen, sondern vielmehr, dass die Hochs vielleicht im Laufe des Tages abverkauft werden können, mit der Tendenz, dass wir das Bewegungstief um knapp 31.650 rausnehmen. Okay, das klingt ja schon mal super in der Theorie. Dann doch direkt im Anschluss die Frage, wie sieht es mit der Praxis aus? Wie hast du vor, diesen Gedanken konkret umzusetzen? Ja, erzähl doch mal, mit welchem Instrument? Genau, also dazu habe ich mir ein folgendes Zertifikat rausgesucht. Das passt eigentlich sehr gut auf die heutige Strategie und möglicherweise auf dieses Momentum, was ausgelöst werden kann. Das Zertifikat hat die folgende Wertpapierkennnummer. Das ist Ulrich Konrad 4 Emil 9 Ulrich. Hat also schon einen etwas knackigen Hebel, weil ich einfach den Stop relativ eng platzieren kann und das Momentum auch handeln möchte, liegt knapp bei 38,81. Und der aktuelle Briefkurs jetzt im Moment liegt knapp bei 8,26 Euro. Und ja, diesen Trade, den möchte ich gerne soweit umsetzen und schaue, dass ich da auf jeden Fall einen guten Kurs bekomme. Und alles Weitere, ja, das wird der heutige Handelstag dann auch soweit bestimmen. Okay, besten Dank, Samir. Ja, da habt ihr es gehört. Heute ein Trade-Gedanke, der es in sich haben wird, gerade mit dem Hebel. Also sportliche Aussichten zumindest seitens oder aus der Sicht vom Samir. Ja, wer gerne mitverfolgen möchte, denn wie dieser Trade dann auch auslaufen wird, der ja gleich auch direkt ausgeführt wird, der kann das. Der kann uns komplett über die Schultern schauen. Gerne unter heavytraders.live. Dann Näheres. Da werden wir uns dann nämlich gleich wiedersehen mit den weiteren Sendungen. Deswegen sage ich hier erstmal vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen vor allem und bis zum Live-Trade. Bis auf heavytraders.live.